Maulkeks. Das ist eine Nachricht für Detzek. Wird Richard Malik versuchen, mich auf grausame Art und Weise zu ermorden. Falls ihr Malik seht, sagt ihm... Das Kanada-Haus wurde durch eine Reihe von Explosionen zerstört und eine Person, die Teil der DEZEC-Organisation ist, wurde auf Überwachungsaufnahmen bei einem Fluchtversuch gesehen. Hey, so schnell war unsere Omi gar nicht. Anti-Terror-Einheit Richard Malik hat Folgendes dazu gesagt. Ich appelliere an meine Amtskollegen auf der ganzen Welt, diese DEZEC-Bedrohung unter keinen Umständen zu vernachlässigen. Oh, ist das ein Arsch? Das ist kein Widerstand. Widerstand gegen was? Es ist eine internationale Terroristenmiliz. Gemeinsam mit meinen Amtskollegen in den Fünf-Augen-Nationen werde ich dafür sorgen... Genug, ihr seid am Arsch. Wir werden hier ausgerottet. Ey, wirklich? Den kleinen Scheiße. Das würde ich nicht empfehlen. DEZECs Überlebenschancen gehen in allen Szenarien gegen Null, noch bevor er gefunden wird. Malik weiß das wohl auch. Wir hätten dann einen Vorschlag für das Subjekt. Hey, Bagley, leg los. Erledigt. Die Theorie. Ein Regierungsgebäude wie das Kanada-Haus zu sprengen, erfordert Schmiergelder, ein Infiltrationsteam, Material und so weiter. Das hinterlässt eine Papierspur, die von einigen das Malik-Dossier getauft wurde. Wir brechen ins SRS-Hauptquartier ein, stehlen es und beweisen, dass Malik hinter dem Anschlag steckt. Vielleicht finden wir sogar noch etwas zu Zero Day. Missionsliste ist aktualisiert. Okay. Boah, diese KI, ne? Ja, eine Sache noch. Ich weiß, dass Malik gerade unsere beste Spur zu Zero Day und den Bombenanschlägen ist, aber er ist verflucht gefährlich. Wenn du ihn siehst, wir brauchen ihn nicht lebend. Das ist es nicht wert. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das, was Malik über Zero Day und die Bombenanschläge weiß, ist wichtiger als das Wohlergehen jedes Agenten. Malik sollte lebend geschnappt und verhört werden. Ihn verhören? Die Hüte, ey. Ach, ich finde den Beutel... Der Beutel ist süß. Bei ihr. Lassen wir das einfach. Das Hauptquartier. Oh, das wird jetzt übel. Ich weiß nicht, ob die Omi dann da als... so gut wäre. Wem sollen wir nehmen? Die wäre nicht schlecht. Oder der? Der ist echt brutal beim Kämpfen. Aber wir nehmen den hier. Oh nein, Omi hat doch Krampfadern. Hast du jetzt genauer hingeschaut? Ich bin bereit, wenn du es bist. Okay. Warum guckst du da genauer hin? Ah. Bei mir ist meine Furze gestorben, weil ich so lachen musste, weil sie... Achso, das habe ich... Das hast du ja schon geschrieben, ja. Ja, ich habe das ja ausgestellt mit dem... dass die Perma tot sind. Sonst wären bei mir viele Charaktere schon tot durch Dummheit. Davon lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. Diese Albion-Drohnen sind aber auch Gnaden. Kurz auf die Karte schauen. Wo muss ich hin? Darüber. GBB. Die Zustimmung gegenüber des Sirs schoss heute in die Höhe, nachdem Einheitsleiter Malik ankündigte, dass die Fünf-Augen-Nationen koordiniert und global gegen DEZEC vorgehen werden. Mr. Malik, was genau unternimmt der Sirs, um die Briten zu schützen? Nun, wir wollen nicht nur Großbritannien schützen. Bald schon werden wir wissen, wenn jemand in einem Land mit CTOS auch nur das Wort DEZEC ausspricht. Danke. Der Sirs weist darauf hin, dass positive Unterhaltungen über die DEZEC-Terroristen oder deren Den Stock, den er an den Arsch hat, schiebe ich ihn bis nach oben.
dass es aus seinem Mund wieder rauskommt. Ich bin hier. Wie war nochmal genau der Plan? Wir sind hier, um Dokumente zu finden, die wir das Malik-Dossier nennen. Im Grunde ist das der Papierbeweis, dass Malik hinter den Bombenanschlägen auf das Canada-Haus steckt. Das Problem ist, dass diese Dokumente nicht auf einem Computer sein werden. Die sind auf Dutzenden, im ganzen Land verteilt. Also, was machen wir? Das ist die Millionenfrage, oder? Die sollten wir Malik stellen. Der Source verwendet einen Supercomputer namens Filament, um Daten aus dem CTOS-Netzwerk zu verarbeiten. Das funktioniert wie Nudel. Und man könnte damit jedes Dokument auf jedem privaten Regierungs- oder Geschäftsgerät überall in Großbritannien direkt suchen. Echt gut, Bagley. Brich ein und verbinde Bagley mit einem Filament-Verwaltungsterminal. Er erledigt dann den Rest. So wie immer. Was war das? Räumen wir das Scheiß-Chaos auf. Na komm. Freak. Kommst du denn jetzt auf so eine Frage? Oh! Was war das denn für ein Knacker? Das tat mir auch weh. Was wollt ihr euch jetzt mit mir prügeln oder was? Na komm her. Bist ein Arschgesicht. Ich prügel mich jetzt einfach hier durch. Was willst du denn? Jetzt bist du am Ende. Ey, das ist jetzt unfair. Was zum? Genug ist genug. Ey, warte, das ist unfair. Oh, das ist jetzt unfair mit der Waffe. Ich stecke hier fest. Ich prügel mich und die holt die Waffe raus. Ganz ehrlich. Schicken Position eines 1033. Das war jetzt nicht fair. Sowas macht man noch nicht. So ein schöner Faustkampf. Verteilen wir uns und das schnell. Drohne, Gebiet. Durchsuchen. Ich muss irgendwie hier nach oben kommen. Keine Spur der Zielperson. Brechen wir ab. Ja, brecht mal ab. Den Fahrstuhl kann ich ja jetzt aber auch nicht benutzen, oder? Oder? Gerade hat's geleuchtet. Das ist ja das Gebäude, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich hier hochkommen soll. Noch irgendjemand Zugangsdaten oder sowas.
Das geht nicht gut aus. Meine Güte. Ich komme hier nicht hoch. Und ich habe jetzt keine andere Treppe oder so gesehen. Vielleicht muss ich anders rein. Oh, oh. Cool, ja. Jo, ist das Spiel gut? Ja. Also es macht auf jeden Fall viel Spaß und der Humor ist hier ziemlich lustig. Und Spaß macht es auf jeden Fall. Ich finde die Story auch sehr interessant. Kann man auf jeden Fall spielen. Ich finde auch, es ist eine Verbesserung zum vorherigen Teil. Das war irgendwie so gezwungen auf cool gemacht. Also die Charaktere jetzt. Hier kannst du dir ja deine Charaktere selber zusammenstellen. Ah, jetzt habe ich hier Punkte, aber komme nicht weiter. Toll. Yay. Das war jetzt nicht der Plan. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht außenrum irgendwie hochkommen. Oder gibt es hier noch einen Weg? Nein. Ich kapier's nicht. Ich möchte diese amerikanischen Western. Hallo, Erza. Ich würde lieber für Cyberpunk sparen, aber Watch Dogs Legion sieht echt cool aus. Wenn sie es nicht wieder verschieben mit Cyberpunk. Ich drück dir die Daumen, dass es dann... Also ich will es ja auch unbedingt spielen, Cyberpunk. Was? Hätte ich auch echt Bock. Was ist denn das jetzt hier schon wieder für eine... doofe Mission hier? Muss man mit dir reden. Hier oben kann ich halt auch nichts machen. Ich hoffe, es bleibt hinter die Zimmer. Ich hoffe es auch sehr. Ich hoffe es auch. Das wurde jetzt so oft verschoben. Ich möchte das jetzt endlich spielen. Okay, anderer Plan. Ich brauche eine Drohne, mit der ich nach oben komme. Fliegt hier irgendwo so eine rum? So eine Frachtdrohne. Ich muss nämlich bestimmt wieder aufs Dach. Warum kommen jetzt Nachrichten? Malik, Direktor der SIRS Antiterror-Einheit, leitete höchstpersönlich die Ermittlungen, durch die alle Agenten der Londoner DedSec-Zelle identifiziert werden konnten. So ein Drecksack. Was waren jetzt die Nachrichten? Das ist so stressig. Standort gesendet. Alarm. 13. Alarm. Alarm. Hat er eine Waffe? Alarm ausgelöst. Ich suche das Gelände ab. Was hat der denn alle hier? Drohne, Suche ausführen. Lass mal kurz die Spinne. Vielleicht komme ich mit der Spinne irgendwie irgendwo hin.
Ansonsten muss ich den Charakter kurz wechseln und mir eine Frachtdrohne holen. Sonst ist mir das echt zu lange Gesuche hier. Muss ja sagen, ich bin froh, dass ich kaum ein Game catch, so wenn ich. Alles okay. Ja, mich nervt es jetzt persönlich nicht. Weil ich habe ja genug Spiele hier gerade rumzuliegen, weil Halla, Spider-Man, Yakuza will ich mir noch holen. Call of Duty würde ich die Story noch spielen wollen. Also ich habe auf jeden Fall einiges zu tun. Ich meine, die bemühen sich ja auch für ihr Spiel. Darum wird es ja auch laufend verschoben. Ist halt aber nur ärgerlich, wenn es in kurzen Abständen und immer kurz vorm Release ist. Das ist immer doof. Es sieht nicht so aus, als ob ich hier irgendwo reinkomme. Okay. Kurz raus, dann wechsle ich den Charakter. Das ist jetzt gerade sehr nervig. So eine Aufgabe mag ich nicht, wenn du nirgends reinkommst. Kurz wechseln. Mir geht's ja ähnlich wie okay, und selbst wenn mich ein Spiel interessiert und verschoben wird, ist es mir auch ziemlich egal. Ja klar, schade ist es immer, wenn ein Spiel verschoben wird, aber man muss auch das Positive daran sehen. Dass sie dann halt weiter daran arbeiten, dass das Spiel jetzt nicht so viele Fehler hat und auch gut läuft. So in den letzten Jahren waren ja auch viele Spiele draußen, die hätten einfach noch gar nicht draußen sein dürfen. The Sinking City. Sinking City hieß es so. Boah, war das schlimm. Das war einfach nur. Nee. Da hätten sie echt noch ein Jahr dranhängen müssen. Habe ich auch nicht beendet. Es ging auch nicht. Das ging auch einfach gar nicht. So, ich gehe jetzt hier hoch. Oh wow, ich sollte eh auf dem Dach. Toll. Toll! Um von deiner Optik auf das Filament Admin Terminal zuzugreifen, musst du das SRS-Satellitennetzwerk auf meinen Paketstream vom Bloom Tower ausrichten. What? Was will er von mir? Ah ja. Dass sie einfach so eine fetten Satelliten hier auf dem Dach haben, krass. Hacken! Jetzt sollte ich mich in den hässlichen kleinen Schnüffelcomputer des Sirs streamen können. Ich vermute, dass der Keller läuft zurzeit einfach gar nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist. In den Sicherheitssystemen des Gebäudes ist ein Eindringling. Sorry, Kanal wird gehackt. Ich habe die Sicherheitssysteme des Gebäudes übernommen. Aber ich würde das gerne ohne Gewalt beenden, wenn ihr vernünftig seid. Nee, du kriegst voll auf die Fresse. Zero Day hat die Sicherheitssysteme des Parlaments übernommen, kurz vor den Bombenanschlägen. So gehen die immer vor. Was redest du da? Ich will, dass DedSec verschwindet, aber es muss niemand mehr sterben. Ihr habt euch als äußerst talentiert erwiesen. Ich könnte eure Fähigkeiten gebrauchen. Schließt euch mir an. Ihr könnt aus eurem Leben immer noch etwas machen. Zero Day beitreten? Ich glaube, die richtige Antwort ist, du willst mich wohl verarschen. Zero Day? Nein, ich meine den Sirs. Ihr habt im Prinzip sowieso schon für mich gearbeitet und außerdem haben wir viel gemeinsam. Wir setzen beide Gewalt und Manipulation ein, um London besser zu machen. Der einzige Unterschied ist, dass ich weiß, wie ich London haben möchte. Stark und stabil. Vereint. Sicher. Das ist mir wichtig. Mich interessiert das, was du willst, ey. Kümmer dich um deinen Kram. Gut. Wenn wir uns gegenseitig nicht überzeugen können, dann müssen wir uns wohl umbringen. Ja. Und das werde ich auch machen. Ich wechsle jetzt den Charakter. Wer von euch hat eine scharfe Pistole? Oder so? Ich würde sagen, die hat das Recht, ihn abzuknallen, weil wegen ihm im Grunde wurde sie entführt. Wegen seinem ganzen Dreck.
dann darf sie ihm auch den Kopfschuss geben. Finde ich fair. Und aufgeräumt habe ich ja hier drin schon. Wo ist denn jetzt hier ein Aufzug? Oder ist das der jetzt da oben gewesen? Ist jetzt meine Drohne weg? Das wäre jetzt... Oh, das wäre jetzt richtig scheiße. Wehe. Wehe, meine Drohne ist weg. Nein. Ich möchte eins klarstellen. Warum tut ihr das? Außergerichtlich. Warum ist sie jetzt weg? Oh, warum nervt das Spiel gerade so? Für mich ist heute Schluss. Wünsche dir bzw. euch noch viel Spaß. Schau definitiv wieder rein. Bis dann, schönes Wochenende. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Und ich suche jetzt eine Drohne. Schon wieder. Das kann ja nicht wahr sein. Meine Schuld. Ich will nicht den Charakter schon wechseln. Warum fliegen hier nicht diese Frachtdrohnen rum? Eine Sondermeldung. Es gab eine gewaltige Explosion beim Kanada-Haus am Trafalgar Square. Was, Keks? Was? Der Source ließ dazu verlauten, dass die Terrororganisation DEADSEC wieder aktiv sei, nachdem sie monatelang untergetaucht war. Verdächtigen Sie jemand Mitglied von DEADSEC zu sein, melden Sie das dem Source umgehend über Ihre CSAY-App. Was will er? Kampfdrohne. Warum fliegen hier nicht diese anderen Drohnen rum? Was soll das? Ach Mann. Ich muss sagen, die Mission nervt mich ein bisschen gerade. Siehst du, Keks, da wünsche dir jemand ein schönes Wochenende. Und ich wünsche dir Durchfall, Keks. Das ist halt echt doof. Ich will nicht mit ihr da reingehen. Sie hat halt nur Schockwaffen. Na, na, na. Hände waschen ist was für Anfänger. Um von deiner Optik auf das Filament Admin Terminal zuzugreifen, musst du das SRS-Satellitennetzwerk auf meinen Paketstream vom Bloom Tower ausrichten. Hä, schon wieder? Warum? Was ist da mit dem Spiel gerade los? Was sind das jetzt für eine gequälte Scheiße? Nur Bahnhof. Jetzt muss ich die Scheiße schon wieder machen. Gut gemacht. Jetzt sollte ich mich in den hässlichen kleinen Schnüffelcomputer des Sirs streamen können. Geh in den Keller und hack den Filament Admin Terminal. In den Sicherheitssystemen des Gebäudes ist ein Eindringling. Ich kann... Sorry, Kanal wird gehackt. Ich habe die Sicherheitssysteme des Gebäudes übernommen. Aber ich würde das. Ja, sei einfach ruhig. Du gehst mir auf den Sack. Meins! Die wollen mich doch gerade verarschen. Ich hab das. Das hat sich einfach resettet, die Aufgabe. Warum? Finde ich jetzt nicht so cool.
Aber das hat doch sonst auch keine Probleme gemacht, wenn ich die Charaktere gewechselt habe. Nur hier gerade. Naja, okay. Ich will eigentlich nicht mit ihr... Tja, Shadow. Ich wünsche dir auch Durchfall. Dieser zentrale Server ist das Admin-Terminal von Filament. Verbinde mich mit ihm, damit ich Zugriff kriege. Ich würde einfach gerne den Charakter wechseln. Ich bin jetzt hier drin. Ach nee, ich mach sie was nicht. Das regt mich sonst nur auf. Verbinden. Verflucht, wir wurden ausgesperrt. Oh, und anscheinend hat Malik die Mikrowellendrohnen losgeschickt. Verzeihung, wie bitte? Mikrowellendrohnen, eine von Filaments hochmodernen Gegenmaßnahmen. Sie setzen kleine Mikrowellenkanonen ein, um kompromittierte Hardware einzeln zerstören zu können. Eine Art Chemotherapie für Computer. Der Serverraum verriegelt sich automatisch, während sie im Einsatz sind. Ich bin für Vorschläge offen. Kapere eine der Mikrowellendrohnen und schieße mit ihr die anderen ab. Okay. Mikrowellen. What the fuck? Boah, die gehen aber schnell kaputt. Diese Türen sind verschlossen, bis du die Mikrowellendrohnen ausgeschaltet hast. Okay. Steht da einer? Böse Drohnen. Böse! Ist hier noch eine? Deaktiviert, Serverraum offen und so eine Scheiße. Malik hat mich ausgesperrt. Er muss eine feste Verbindung zum Server hallo. Haben. Hallo Godmoon. Ich bin es für läuft Vorschläge jetzt gut. Wenn wir komplett neu starten, wird seine Verbindung zurückgesetzt. Das verschafft uns genug Zeit, um unseren Einbruch abzuschließen. Aber Filament verwendet 3 Quantenprozessoren mit jeweils eigener Stromversorgung. Wir müssen jeden einzeln neu starten. Okay. Also ausschalten und wieder einschalten. So ungefähr. Das klingt ja super. So ungefähr. Oh nein. Oh nein. Nummer 1. Ich denke, wir werden gleich irgendeinen Widerstand hier bekommen. Nummer 2.